Ich heiße nicht nur Raven, sondern euch auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Opening hier auf meinem Kanal. Und das Format scheint super bei euch anzukommen. Das freut mich, so kann ich auch weitermachen, solange ich noch Booster habe natürlich. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Karten in den Nacken und wir machen heute mal das neueste Set Astral ganz offen. Einfach mal gucken, was wir so Hübsches daraus ziehen. Naja, es umfasst Pokémon Legenden Arceus. Das heißt, viel Schönes ist hier sicherlich nicht drin. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Die ist über 18, bevor er nachfragt. Das ist übrigens die Karte, die ich auch in echt ziehen möchte. Ich habe kein Glück beim Ziehen, aber... Scheiße! Nice! Das fängt doch direkt gut an. Dann machen wir noch eins offen. So, Otaro Bauzi! Bonzelpowder Guy. Oh, das ist ein richtig schönes Ponita-Artwork. Das gefällt mir. Trekking-Schuhe. Cesurio, Selfie und Gaunutz. Okay. Das hier sind das ist ein legendäres Pokémon. Das wurde zu einer Ankamen degradiert. Okay. Das schmerzt schon. Das Seentrio. Oh, was haben wir hier Schönes? Sichlor? Sichlor hat zwei Artworks bekommen. Ja, sehr cool. Dann haben wir hier Hisui Baldorfisch. Damiaplex hat übrigens eine Entwicklung bekommen. Zipurzel, bester Mann. Wuthut, Cognodon, Honig, Ursaring, Hippoteros und eine Starterentwicklung. Hisui Tornuptu, das trauriger Ding. Nein, wirklich, ihr seht es euch an. Diese Flammen hat es nur im Kampf. Sonst sieht er aus wie ein großer Nacktmull. Ein trauriger großer Nacktmull. Oh, guck mal hier. Kawaii Voltoball. Und hölzernes Elektroball. Puschelfukano. Gladiantri, Feurigel, Jo, Curry. Macht mir direkt wieder Hunger, das Bild. Ei! Dafür, dass es bei schmutzigen Stellen immer so gar nicht lief, gönnt ja Astralglanz jetzt mal richtig in diesem Video. Sehr schön. Fällt mir, kann so bleiben. So haben wir noch. Oh. Nein. Das ist süß. Das ist ein süßes Artwork. Zeppel hat eine ganz unheimliche Kinderquest. Elektroball nochmal. Und passend, gerade die V-Star. Jetzt nochmal die V hinterher von Darkrai. Schönes Ding. Schönes Ding. So, was haben wir denn jetzt noch? Yanma, Charmaine, Pfiffchen. Eins meiner liebsten Unlicht-Pokémon übrigens. Die Sui Barschuft. Nochmal Baldorf Fisch hat auch zwei Artworks. Techno Rave Drogenbronzock. Eine sehr effektive Brille. Und wir haben Doppelhit. Die Suiselvaro als Reverse. Und Magnalien als unsere Rare. Ah, da ist das schöne Tier. Mein liebstes, eines meiner liebsten Unlicht-Pokémon in der dritten Gen.
Damit haben wir hier Mogelbaum. Soll ja auf dem Bonsai basieren. Hippoterus, sag mal. Hisui Schwerball. Regirock. Und Hisui Tanuto als Wiester. Das ist jetzt schon der vierte Hit, den ich mitgezählt habe in diesem Video. Dafür will ich aber sowas von Daumen nach oben sehen. Nichts Neues. Svotorin und wieder das Drogenbronzong. Ich feiere das Viech einfach zu hart. Shaman. Er hat es auf eine Rare geschafft. Er hat es auf eine Rare geschafft, aber das Seen-Trio nicht. Sadlife. Und Ursaluna. Die neue Entwicklung von Ursaring, die flauschig ist. Letzter Astralgang-Lanz-Booster. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Drachenwandel auf. Wir haben feurige Reverse. Und eine Togekiss Holo. Sehr cool. Übelstes Tankviech. Ja, Mann. Hier der Drachenwandel. Der Drachenwandel lächelt mich heute an. Oh, die Elementarorden und Yorkleff. Und wie kann man positiv umschreiben, dass wir nur Müll gezogen haben? Okay. Er ist jetzt nicht schlecht gewesen. Ich meine, hat mich echt überrascht, das Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch haben die Pulse gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal wieder reingerockt.